Ja, hallo auf unserem Kanal. Fein, dass ihr vorbeischaut. Einmal ein Tag, wo es regnet, passt auch. Jeder weiß, dass zurzeit jeweils zu trocken ist und darum freuen wir uns natürlich auch, wenn es regnet. In dem heutigen Video geht es mal um das Obstbaumveredeln. Das ist ja immer ein großes Thema in der Gärtnerei und da werde ich immer viel gefragt darüber, wie das funktioniert. Ich habe mir überlegt, dass ich das ganz einfach mache und nicht kompliziert, weil das ist eine eigene Wissenschaft und da kann man stundenlang drüber sprechen und jeder macht das anders. Ich werde nur ein paar Hacks zeigen, wie man das als Laie auch hinbringt und wo das auch leicht funktioniert. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Das ist jetzt nicht die klassische Baumschulschule, wie man es dort macht, sondern einfach ein paar so einfache Tricks, wie man selber als Laie auch einen Obstbaum veredeln kann. Prinzipiell, warum veredelt man Obstbäume? Man hat immer Unterlage quasi, die was den Wuchs vorgibt. Und man hat dann immer Edelsorten, die was einem den Geschmack und die Sortenbestimmtheit von gewissen Obstsorten hergibt und auch den Ertrag. Man sichert dadurch auch, dass man immer dieselbe Sorte drauf hat. Da haben wir unseren Baum, da gibt es schon ein paar Videos drüber. Der hat verschiedene Obstbaumsorten, also verschiedene Apfelsorten drauf veredelt. Und von daher möchte ich heute erklären, wie das sowas funktioniert. Im Prinzip gibt es zwar, es gibt verschiedene Veredelungsorten. Die zwei wichtigsten sind das Okulieren und das Kopulieren. Das Okulieren wird meistens im August durchgeführt und da nimmt man ja nur eine Knospe her vom Veedeln. Da muss ich jetzt genau zusammenpassen, die schneidet man so runter. Jetzt habe ich ein wenig das falsche Messer, dann schneide ich gleich einen Finger. Und da wird quasi beim Okulieren wird ein Auge veredelt. Nur ein Auge, aber um das geht es in diesem Video nicht. Wir wollen Ihnen zeigen, wie das Kopulieren geht. Das heißt, man verbindet zwei Äste miteinander und lässt sie wieder zusammenwachsen. Wenn man das Edelreisig schneidet, das Edelreisig sind quasi diese Triebe da vom Baum, quasi nicht solche, wo schon Blütenknospen drauf sind, wie da, wenn man schaut. Das sind Blütenknospen, die gehen nicht zum Veredeln. Warum? Weil da der Baum sofort in die Blüte geht und die ganze Energie da rein pustet im Frühling und das nie anwachsen würde. Darum braucht man eigentlich was vom vom einjährigen vegetativen Wachstum wie da. Das ist eigentlich ein schönes Edelreisig. Das kann man da jetzt runterschneiden. Machen wir jetzt mit der Spezialzange, die wir schon haben. Ernten tut man die Edelreisige im Winter bis Februar. Warum macht man das im Winter und veredelt dann? Der optimale Zeitpunkt ist zum Veredeln meistens im April, so Mitte April. Warum macht man das im Winter? Ganz einfach, da ist die Vegetation abgeschlossen und der Baum ist in Ruhe. Man schneidet dann sein Edelreisig runter und lagert das. Wir haben da einen ganz einfachen Hack. Das sind diese Edelreisige. Wir haben die da einfach so in einem Frischhäutelbeutel drin. Da haben wir zum Beispiel jetzt noch eine Kirsche und eine Granerwitterbirne. Wir geben die dann da rein, schauen, dass es ein bisschen feucht ist, machen das Sackerl wieder zu und geben das in den Kühlschrank. Die meisten Kühlschränke haben so eine Obsthalte-Frischhaltebox und da geben wir das rein. Dort lagern wir das. Wie gesagt, der optimale Zeitpunkt ist im Jänner oder ab Dezember bis Anfang Februar. Am besten an einem Tag, wo es nicht regnet und wo es nicht friert. Heute geht es nicht anders, wir müssen das so machen. Also bitte nicht nachmachen, so den Tag, sucht einen Tag aus, wo es schön ist. Leider haben wir nicht immer Zeit, darum müssen wir einen Tag nehmen, wo es einfach regnet. Aber wir sagen sie nur her, wenn wir veredeln, machen wir das natürlich an den richtigen Tag. Ja, im Prinzip ist das runtergeschnitten jetzt da von deinem Baum. Wir haben da vorne einen alten Zigeunerapfel, da werden wir das noch raufedeln. Da haben wir jetzt die Edelreisige, quasi die haben wir im Februar geschnitten, wir haben es jetzt geschnitten. Aber ich schneide es dann im Jänner oder Februar, gibt es in den Kühlschrank, das ist der erste Hack, da ist es einfach in so einen Sackerl rein. Schreibt es an, was sie sonst verschiedene Sachen veredelt. Also zum Veredeln am einfachsten, wenn man jetzt anfangen will und wenn man jetzt nicht recht sehr frustriert sein will, ist der Apfel und die Birne. Die gingen am allereinfachsten. Die Marillensachen, Kirschensachen und so, Zwetschgen, sind ein bisschen schwieriger. Da muss man genau wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist zum Veredeln. Also wenn da genug Saft drin ist in dem vorderen Ding und in dem hinteren Ding, dass man die zusammenbindet. Beim Apfel ist es nicht so tragisch, wenn man das Mitte April macht, wächst der meistens wunderbar zusammen. Ja, und jetzt gehen wir zum nächsten Baum und da zeige ich Ihnen,
wo man drauf verehlen und wie man den dann zusammen macht. Und somit geht es dann. Dann schauen wir weiter. Tja, da haben wir jetzt unseren anderen Baum. Das ist ein alter Zigeunerapfel. Der ist schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Den haben wir ein paar Jahre gepflanzt und ein bisschen da vergessen. Wir haben ihn jetzt da hinten ein bisschen rausgeschnitten, dass er ein bisschen freier da steht. Aber da möchte ich euch zeigen, wie das jetzt ganz leicht geht. Wir haben ja da normal schneidet man da einen schrägen Schnitt und auf der anderen Seite einen schrägen Schnitt, schneidet dann eine Zunge rein, wenn man das als Baumschüler macht, verbindet das gescheit. Aber es geht immer so, wenn man sich so eine super Okkulierzange kauft. Die kosten nicht viel im Internet, die haben wir jetzt da mal zum Herzeigen. Mit dem kann man auch ein super Profil raufschneiden und es wächst auch relativ gut zusammen. Haben wir schon ein paar Mal probiert. Man sucht sich dann den Apfelbaum aus, schaut, wo man einen Reisig drauf machen kann. Natürlich sollte es auch wieder ein einjähriges Holz sein und nicht ein zweijähriges in dem Fall. Man könnte jetzt darauf fädeln oder darauf fädeln. Wir entscheiden uns jetzt für das. Man schaut dann, dass er da von den Knospen her nicht zu viel hat. Zwickt er dann da mal da rein. Man sieht dann gleich, da hat er dann sofort das Profil drauf. Das ist dann weg. Man sieht das da jetzt schön. Das ist das Gegenstück. Und dann schneidet man eben da von dem ungefähr, nicht ungefähr, sondern den machen wir da. Es sollen oben noch drei Knospen sein. 1, 2, 3. Dann schneiden wir es da runter. Oben zwicken wir es gerade runter. Und man sieht jetzt durch diese Schere, dass das perfekt wieder zusammenpasst. Es soll gut heilen. Wir haben da nur ein Heck, weil normal gibt es einen Bast. Aber wir haben da jetzt von den Installateuren was abgeschaut, was sehr gut funktioniert und was man als Laie auch ganz leicht machen kann. Das ist ein Teflonband. Das kriegt man in jedem Lagerhaus oder in jedem Bauhaus. Das ist von den Installateuren, wenn sie quasi Leitungen abdichten. Das Band funktioniert sehr gut, weil es gibt einen super Halt und es macht vor allem einen ganz dichten Abschluss. Es lässt sich ganz leicht wickeln, man fängt ein bisschen an zu wickeln. So, da, bis daher. Dann steckt man die zwei zusammen. Wie gesagt, es regnet jetzt nicht. Es ist Mitte April und die Sonne scheint. So, das Unterfallen hätten sie auch sollen. Aber es wird trotzdem klappen. Man kann es auch mit einem Isolierbandel machen oder eben mit dem Bast, das ist kein Problem. So, jetzt mache ich das aber anders. Das verbindet sich dann wunderbar schön. Man kann es auch ganz fest anziehen. Und wie gesagt, das dichtet er wunderbar ab. So, damit hat man da eine wunderbar schöne Verbindung. Durch das, dass jetzt Mitte April ist, und so. Der Baum hat ja jetzt schon mehr Saft als der, weil der ist noch weiter zurück. Jetzt hat man da eigentlich, wenn man das jetzt anschneidet, da schon eine ganz gute flüssige Verbindung, durch das das jetzt ganz dicht verbunden ist, leitet das da dran rein und die zwei Sachen können sich wachsen dann zusammen und natürlich da vorne hat man jetzt die Erbinformationen in den Knospen von dem neuen Edelreisig und da wird dann diese neue Sorten, in dem Fall der Kronprinz Rudolf, hoffentlich anwachsen, also normal wächst er und wird dann da einfach auf dem Baum zusätzlich ein Kronprinz Rudolf wachsen und dann heranreifen. Ja, da haben wir auch einen Kandidaten, das ist eine Wildkirsche, sprich der Kirschbaum da ist von Kern wild aufgegangen. Ist normal ja ein Wildbaum, der was 20 Meter glaube ich hoch wird und für Holz hergenommen wird. In dem Fall haben wir uns gedacht, wir verpassen ihm da jetzt ein paar Edelreisig drauf. Das haben wir jetzt schon Anfang April gemacht, darum ist das schon gemacht. Warum? Anfang April, weil die Kirsche, man sieht es da,
jetzt Mitte April schon stark austreibt, das wäre da schon zu spät. Jetzt haben wir da am Anfang April eben die Edelreisig da raufgegeben. In deinem Fall ist da ein Hedelfinger und ein Cordia oben, also zwei verschiedene Kirschsorten in verschiedenen Reifestadien. Und die lassen wir ihm da jetzt wachsen. Wir werden ihn dann oben auch noch zurückschneiden und werden sicher im Laufe der Zeit mal informieren, wie es denn da geht. Dahinter, wie gesagt, der ist da komplett in der Wildnis gewachsen. Haben wir ein wenig die Weiden zurückschneiden müssen und dann fördern wir da jetzt und lassen einen Tee kommen. Und ich glaube, der hat da ein super Platz und wird sicher ein super schöner Kirschbaum mit großen, saftigen, verschiedenen Kirschen drauf. Das ist eben der Sinn dran am Veredeln ein bisschen. Einer von meinen ganzen Lilien ist da dieser Apfelbaum, der was bei uns da im Steinbruch hinter der Schmiede wächst. Er wächst genau auf den Füßen da runter, wenn man schaut. Da geht es jetzt 10 Meter runter. Also er ist eigentlich vom Wuchs her ein Bonsai. Also ich kenne das Gelände schon über 20 Jahre. Und der hat vor 20 Jahren genauso ausgeschaut. Ich schätze, dass der schon 50 Jahre da steht. Keine Ahnung wie lang. Er dürfte, da vorne steht ein kleiner Apfelbaum ganz weit weg. Ich schätze, dass von da mal ein Apfelkern bis daher geschafft hat und sich da gedacht hat, er wächst da. Wie gesagt, wir werden da vielleicht jetzt auch probieren, dass wir am einen Ost was draufhädeln und mal schauen, welche Äpfel das er da kriegt. Die Äpfel, was da jetzt drauf sind, sind so klein, sauer, eigentlich nicht sehr schmackhaft. Aber mich fasziniert der eigentlich vom Wuchs her und wie der da auf dem steinigen Boden zwischen den Felsen einfach jahrzehntelang dahin wächst und ist in dieser kleinen Form. Wir haben den noch nicht geschnitten oder sonst irgendwas. Er blüht jetzt dann immer wunderbar schön. Aber da bietet es sich eben auch, dass wir ihm einen rauffädeln. Das probieren wir und dann werden wir ihn auch informieren, wie weit das da funktioniert auf dem Bonsai-Baum. Wenn es nichts wird, schneiden wir es einfach wieder weg. Aber es ist mein Schatzi. Also wenn man es selber jetzt im Hausgarten machen will, empfehle ich ihm, dass man mal mit dem Apfel anfängt und so und sich dann spielt und dann bringt man andere Sachen auch leicht zusammen. Erfahrungsgemäß geht es mit dem Apfel mit der Brühe am einfachsten und das würde ich empfehlen. Weil wenn man da gleich Erfolg hat mit dem Fädeln, ist das ganz lustig. Man kann ja ganz viele verschiedene Sachen fädeln. Auf Weiden kann man Sachen, also man kann alles zusammen fädeln, die wenn man sich ein bisschen auskennt oder viel fädeln. Und das macht richtig Spaß. Also in dem Sinn wünsche ich euch nur viel Spaß beim Obstbau fädeln. Probiert es selber, es ist wirklich eine interessante und lustige Tätigkeit. Die wichtigsten Hacks, wisst ihr, ist einfach Edelreisige im Winter schneiden, wenn sie in Ruhephase sind. Die, wo einpacken, kühl und feucht lagern, dass sie nicht austrocknen und soft bleiben. Wie gesagt, ganz einfach geht es im Kühlschrank. Die richtige Veredelungszeit ist dann für einen Apfel, wenn er noch nicht austreibt, also grün und so darf er noch nicht sein, vor dem Austrieb quasi und vor der Blüte, logischerweise. An und für sich Mitte April, dass es dann da veredelt. Achtet darauf, dass ein trockenes, kühles Wetter hat, aber nicht friert. Und dann funktioniert das ganz sicher im Veredeln. In dem Sinn wünsche ich euch viel Spaß dabei und wisst ihr, liken und bis zum nächsten Mal.